Vor ein paar Wochen habe ich euch doch mal dieses schöne Teil hier vorgestellt und jetzt gucken wir uns das mal heute tatsächlich live an. Da stehen wir hier auf der grünen Wiese und tatsächlich ein Model 3, das vom Simon angehängt. Und das interessiert euch natürlich jetzt, wie funktioniert sowas? Wohnanhänger am Model 3. Okay, jetzt schauen wir erstmal an hier, wie das Teil hier befestigt ist. Ich bin ja nicht der Experte für Anhängerkupplungen, aber da seht ihr es hier. Standard-Anhängerkupplung, das ist jetzt ein Long Range, kriegt man aber auch am Standard Range Plus. Und ich sage euch, wenn ihr einen Tesla Model 3 bestellt, nehmt die Anhängerkupplung mit. Knapp über 1000 Euro, das lohnt sich echt, weil kann man nicht nachrüsten. Und dann könnt ihr neben Fahrradträgern auch sowas hier dran machen. Und das ist eigentlich unser Thema heute. Was ist das hier? Ein Mini-Wohnwagen sozusagen. Naja, so mini sieht der gar nicht aus. Jetzt gehen wir ein bisschen hier, zeige euch das. Also, ich dachte erst auf den Bildern, wie groß ist denn das Teil? Ja, seht ihr mal hier? Gar nicht schlecht, ne? Also, wenn ihr dieses Jahr noch vorhabt, irgendwie in Urlaub zu fahren, könnt ihr mal auf die Internetseite gucken. Aber wir schauen uns die Sache jetzt mal hier ein bisschen durch. Simon ist auch da und erklärt uns alles. Genau. Und zwar ist der gute Kleine hier, wiegt nur knapp 550 Kilo. Also wirklich einfach zu ziehen, guten Widerstandswert. Wenn man den jetzt zum Beispiel an dem Model 3 Long Range dran hat, je nach Fahrtweise zwischen 17 und, sage ich mal, 28 Kilowatt, also Wattstunden je Kilometer oder 280 Wattstunden je Kilometer. Also faktisch gar nichts mehr, ne? Ja, also es kommt drauf an. Natürlich, wenn man jetzt sagt 80 km/h, dann ist es faktisch fast wirklich nichts mehr. Man merkt halt, wenn man auf 90 geht, ist es schon eher Richtung 220, 230. Für was ist der zugelassen? Der Gewicht 750. Ne, wie viel für eine Geschwindigkeit nachher? Der ist auf 100 km/h. 100 km/h, okay. Dadurch, dass er gebremst ist auf 100 km/h, wir haben auch welche im Sortiment, die ungebremst sind. Da ist die Effizienz dann natürlich noch ein bisschen dann besser. Dann rekuperiert er sogar genau, mehr, ne? Richtig. Cool. Der ist jetzt eben gebremst. Und da bei 100, ab 100 km/h wird es dann halt wirklich, da merkt man, Richtung 250, 260. Mhm. Ja. Und wir haben vorhin das Teil ja angehängt hier und ich habe gemerkt, das kann man tatsächlich ohne irgendwelche Hilfsmittel hier gut rangieren, weil das Teil so leicht ist, ja, dass das eigentlich auch für jemanden, der normalerweise keine Erfahrung hat mit irgendwelchen Campinganhängern oder sowas, das durchaus machen kann. Super, jetzt gucken wir mal so ein bisschen außen rum. Was ist denn so außen zu sehen erstmal? Was haben wir hier? Hier haben wir auch schon irgendwas. Genau, hier ist ganz normal die Steckdose, die Camping-Steckdose, genau. Genau. Tesla Blau. Kennen Sie ja. Genau. Kannten Sie, ist jetzt auch nicht mehr dabei. Stimmt, ist ja jetzt nicht mehr im Lieferumfang enthalten. Ja, genau. Da, wenn man auf dem Campingplatz ist, da einstecken. Ja. Leit bis 4 kW dann fast, ja. So. Gucken wir schon mal. Jetzt gucken wir mal kurz rein. Gucken wir schon mal rein, genau. Genau. Hier haben wir eine Liegefläche, geht gut mit zwei Personen. Wir hatten jetzt auch schon Mieter, die sind mit ihren Kindern hier noch drin gelegen. Ist dann natürlich für längere Fahrten jetzt vielleicht nicht so gedacht, aber ist es auch möglich, genau. Hinten drin noch Ablagefläche hier. Man kann auch hier unten noch was verstauen. Genau, da ist jetzt nichts drin. Genau, das ist richtig, da ist noch ein bisschen Platz. Hier oben haben wir ein bisschen Platz. Also da sind zum Beispiel, da ist die Heizung drin und das Vorzelt, das auch im Umfang enthalten ist, wenn man mietet. Sogar. Genau, richtig. Ja, cool. Hier ist dann die ganze Steuerung, also hier kann man die Lichter innen drin an- und ausmachen. Über die zentrale Batterie zeigt auch, wie viel noch im Saft da ist. Ich muss sagen, der Anhänger hat tatsächlich eine Batterie auch drin. Genau. Und die reicht auch also vollkommen autark aus, jedoch nicht immer für den Kühlschrank. Da kommt es drauf an, auf die Ausstattung, ob man einen Kompressorkühlschrank hat. Den schauen wir uns nachher noch genau an. Genau, richtig. Also hier hast du noch ein bisschen Ablage, da kann man was reinlegen. Hier sieht es so aus wie in einem Zug oder so. Genau, richtig. Und da hinten, was ist denn in dem zweiten da drin noch? Da ist tatsächlich jetzt... Ist das leer? Oder? Leer. Ah, ja. Ist dann für, da kann man da was... Wenn man reintun. Was mitnehmen will, genau. Wunderbar. Gut, also da könnt ihr was verstauen. Ja. Ich sehe schon hier oben, super cool, ja. Sonnendach. Ja. Das ist natürlich auch eine super Sache. Und es geht auch von beiden Seiten. Also da drüben ist genau so ein Eingang wie auf der Seite hier. Und ich habe auch schon die Details hier gerade gesehen, muss man nochmal aufnehmen hier. Seht ihr das hier? Super gemacht, das Ganze. Genau, richtig. Man kann dann auch einmal nur ein Fliegengitter, wenn man dann natürlich nachts ein bisschen mehr Durchzug haben möchte. Mhm. Und hier habt ihr auch noch ein bisschen was. Licht und alles immer vorhanden, so dass man wirklich, wenn man jetzt den so mietet, wie er ist, bräuchte man eigentlich nichts weiter mitbringen. Und ist voll ausgestattet, genau. Also, coole Sache hier. Simon, liegt mal rein hier, um jetzt zu gucken. Wie groß bist du? Ich bin 1,86 und man sieht wirklich, also passt oben noch Platz. Jetzt über 2,5 Meter ist eng, aber bis dahin wirklich ohne Probleme. Muss mal den Dirk Henningsen testen lassen. Der muss ein bisschen quer liegen wahrscheinlich. Aber ja, und man sieht auch hier zu zweit. Ja.
Also zwei Leute kann ich mir vorstellen, mit Kindern, wenn das geht, tatsächlich, Wahnsinn. Ja, das waren kleine Kinder halt. Das habe ich auch gesagt, es wird ein bisschen eng, aber es ging wohl. Ne? Also, cool. War kein Problem gewesen. Das war der Praxistest hier. Super, ich glaube, wir gucken nochmal, was wir noch an Zubehör haben, was normalerweise dann hier drin liegt. Und wir tun das auch einmal alles rein, dann sehen wir das noch. Ja. Versteckte Anschlüsse haben wir auch noch hier, USB. Genau. Und 12 Volt, oder? Ja. Da drüben ist, genau. Kann und hier haben wir noch eine normale. Und hier hinten auch normale Steckdose. Genau. Sehr cool. Jum, hier, so sieht's dann aus. Haben wir noch was da irgendwie rein muss? Ne, das liegt hier draußen. Genau. Das ist dein Vorzelt. Das ist dabei. Nee, das sind zwei Campingstühle und der Campingtisch. Boah, das super. Vorzelt ist, das ist genau, das ist auch dabei. Und was hast du jetzt hier noch für eine, wozu brauchen wir das hier? Das wirst du abschließen. Das ist zusätzlich noch. Also man hat vorne ein Anhängerschloss dabei und wenn man möchte, kann man den Anhänger auch hier nochmal am Rad. Aber das ist eigentlich nur, ja, wenn man mal kurz irgendwo hinsteht. Weil man kann den ja einfach wegschieben. Ja. Also okay. Super. Und jetzt schauen wir mal nach hinten, weil wir wollen uns ja auch irgendwie verpflegen. Richtig. Und da kommt die kleine Küche ins Spiel. Hier. Gasfeld ein kleines vorhanden. Wir rüsten es dann auch immer zusätzlich noch mit zwei zusätzlichen Platten aus, sodass man wirklich auch zu zweit gut kochen kann. Und haben hier wirklich, mit Strom haben wir wirklich eigentlich alles Nötige hier. Also 230 Volt kann man hier auch anschließen? Genau, ja. Innen drin und hier. Ah ja, genau. Genau. Was da so dann Wandler von der Batterie oder von muss man Batterie. Dann? Nee, das geht von der Batterie. Okay. Genau. Ansonsten ist man ja am Campingplatz eingesteckt, falls man dort steht. Man sollte mit dem ja auch auf dem Campingplatz stehen. Genau, man darf mal eine Nacht, also offiziell in Deutschland ist ja ein bisschen schwierig, man darf mal eine Nacht natürlich, wenn man jetzt müde ist, an der Raststätte schlafen. Aber ansonsten, auf dem Campingplatz. Gut, schauen wir mal durch, was sonst noch hier so hast. Genau. Nehmen wir kurz. Machen wir das zu, genau. Ja, ist alles super gemacht hier. Da seht ihr nochmal die Steuerung hier für hinten auch. Genau, das ist die Wasserpumpe. Die kann man aktivieren und sieht dann halt hier den Füllstand vom Tank. Den kann man auch noch kurz zeigen. Hier wird er befüllt auf dieser Seite. Einfach hier Wasserschlauch rein, voll machen und unten kann man dann wieder ablassen unter dem Hänger. Also alles hier hinten an der Seite. Schön, was hast du hier unten noch? Hier ist genau das Wassertank eigentlich an sich. Mülleimer, wie gesagt, wirklich alles, was man brauchen könnte zum Spülen. Hier sieht man jetzt den Wasserstand aktuell noch. Mhm. Genug vorhanden. Genau, hier Töpfe, Besteck. Das wird alles Schüsseln. Mitgeliefert. Alles mitgeliefert, genau. Deswegen rundum Sorglospaket, dass man sich da um nichts kümmern muss. Das ist natürlich cool. Hier, guck, da gibt es noch mehr so Sachen. Bis hin zu Gewürzen. Genau. Und natürlich alles immer frisch desinfiziert, wenn man den übernimmt. Genau. Das ist natürlich ganz wichtig in heutiger Zeit. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Oh, hier ist sogar ein Spiegel. Spiegel noch. Seht ihr euch auch. Ja. Und dann haben wir hier noch Licht. Für die Küche, wenn man nachts mal, man sieht es jetzt hier nicht richtig im Dunkeln. Hier haben wir auch noch einen Kühlschrank, habe ich gesehen. Jawohl, genau. Boah, cool. Der ist jetzt nicht riesig, aber für zwei Personen reicht es gut. Und da hast du mir gesagt, es gibt auch Varianten, die entweder dauerhaft laufen. Genau, bei dem Modell, also wir hatten ein Modell in Ravensburg stehen, da läuft er dauerhaft. Hier, dieser muss am Campingplatz eingesteckt sein. Also muss man sich entscheiden, was man will. Genau. Verbraucht richtig. Natürlich Strom. Verbraucht Strom, korrekt. Das Einzige, was es nicht geht, weil nämlich das Model 3 das ja nicht kann, wer kann es nicht wirklich strommäßig mit dem Auto verbinden, ne? Nein, das geht nicht. Das wäre ja nochmal so eine Option. Beziehungsweise noch nicht, wer weiß. Ja genau, vielleicht geht es ja mal irgendwann. Also wenn man das Elon zeigt hier, der will das bestimmt sofort haben. Ja, du kannst natürlich so einen 230 Volt Adapter darüber legen oder sowas, aber man kommt ja irgendwie auch nicht so richtig an die Fahrbatterie im Moment dran. Das wäre natürlich nochmal so eine Sache, weil sowas saugt normalerweise schon ganz schön an Strom. Es nützt nämlich auch nichts, wenn man das am 12 Volt im Model 3 anschließt, sowas. Der wird ja auch abgeklemmt normalerweise, wenn das Auto aus ist. Muss man ja definitiv anlassen, dann das Auto, die Klimatisierung, dass sowas geht. Aber habt ihr auf jeden Fall, wenn ihr damit unterwegs seid. Was ist so die Erfahrung hier? Kommt man damit klar? Ja. Zwei Personen sehr gut. Wie gesagt, wir haben jetzt auch schon jemanden, der mal mit ein, zwei Kids unterwegs war, da wird es dann auf die lange Frist ein bisschen eng, aber wenn man Vorzelt da hat, ist es überhaupt gar kein Problem noch, genau. Hier ist der Gasanschluss nochmal. Ah ja, hier. Ja. Gasflasche hat es dann natürlich auch irgendwo. Gasflasche ist unten dran, genau. Gut, cool. Hat auch einen automatischen Anzünder hier, ne? Ja, richtig. Ja, ich hasse das, wenn man damit irgendwie Streichhölzer drum machen muss. Ich war nämlich in Chile und da ist alles mit Streichhölzern. Oh. Ne, bist du immer etwas. Das ist gar nicht mehr üblich hier bei uns, aber im Campingbereich ist das ja doch eigentlich noch schon eine super Sache so. Ja, und cool. Sonst, die Erfahrungen sind sehr positiv, also gerade für Wochenendtrips überwiegend komplett positiv. Da gab es bisher niemanden, der sich jetzt irgendwie beschwert hätte. Bei Tesla fahren ist es wirklich so, sie sind teilweise erstaunt, wie effizienter ist, wenn man wirklich mal sich an die 80, 85 hält.
dann kommt man wirklich teilweise mit dem Model X, mit der 100er Batterie und mit dem Model S sehr weit. Von dem her, ja, durchweg positiv bisher. Aber wie gesagt, das ist eigentlich der super Teil hier, um es ans Model 3 zu hängen. Ja. Hey, du hast da oben noch was drauf. Genau, den haben wir noch gar nicht, der Dachständer. Hier kann man theoretisch, das hatten wir im letztjährigen Modell, da haben wir eins verkauft, da war hier noch ein Zelt oben drauf. Also da konnte man dann nochmal zwei Personen übernachten lassen, oben drauf. Haben wir hier den Leiter hingestellt und ist hochgeklettert. Jetzt gibt es hier noch einen Fahrradständer optional. Also das ist, wenn man das den hier mietet und den Fahrradständer dazu mietet, das sind einmalig eine Pauschale von 20 Euro, dann kann man hier oben noch zwei Fahrräder drauf machen. Gibt's also, alles bei dir? Gibt's alles bei mir. Alles super. Vorhanden. Ja. Coole Sache. Und natürlich, wer eine Dachbox hat, könnte die theoretisch hier auch noch drauf machen. Also, rundum Sorglos-Paket hier. Jawohl. Jetzt hat sogar noch ein Licht. Und irgendwo hast du gesagt Vorzelt. Wo würde das Vorzelt dann stehen? Das Vorzelt kann man entweder, also es gibt einmal ein Vorzelt, das man hier drüber machen kann, dass man die Küche hier an der Seite geschützt hat. Mhm. Und dann gibt es ein Vorzelt hier an den Eingängen noch. Okay. Das ist ja auch wieder Lieferumfang, ob man jetzt die Premium-Variante nimmt. Die hat beide wirklich dabei, hier und hier. Und die Standard-Variante hat nur das Vorzelt hier drüber. Okay, cool. Also sieht sehr solide aus, die ganze Sache hier, muss ich sagen. Jetzt muss man natürlich ein bisschen sich das zutrauen. Wie schwierig ist das, mit so einem Anhänger zu fahren, wenn man da gar keine Erfahrung hat? Das ist ja der Vorteil jetzt wieder an dem hier. Der wiegt wirklich gut. Also ich spüre selbst nicht mehr, wenn ich ihn hinten dran habe teilweise. Ja, muss ja schon aufpassen, genau. Es ist wirklich echt einfach zu fahren. Die Dimensionen, du siehst ja, der ist ungleich ein bisschen höher, 20, 30 cm höher wie das Model 3 auch. Also man bleibt nirgendwo hängen. Wenn man jetzt mal rückwärts fahren muss, man kann das Ding auch einfach abhängen. Das mache ich teilweise auch selbst. Einfach von Hand schieben. Also wenn es jetzt nicht gerade bergauf geht, wirklich ohne Probleme, kann man selbst schieben. Super. Ja. Machen wir nochmal zu, dann sehen wir es. Mhm. Wie schön die Linie hier aussieht. Das sieht auch sehr effizient aus hier. Aerodynamisch, sagen wir mal so. Genau, deswegen zum Hintergrund, deswegen habe ich mir die letztes Jahr auch bestellt. Weil die einfach, ich habe den Tab 320, wer sich mit Umwegen auskennt, habe ich getestet und nochmal zwei andere von Bürstner und die sind alle, weil sie nicht so linienförmig sind im Auto, man sieht es jetzt vorne wirklich, wenn man vorschaut, ist es wirklich ungleich höher nur und daher ist es ja wirklich sehr effizient. Wir haben noch ein Fach entdeckt, was euch vielleicht interessiert. Genau. Oh, da ist ja auch noch der Stauraum. Der Stauraum, richtig, und normales, also Campingsteckdose, Schuko, alles dabei zum Laden. Hier haben wir noch, dass er nicht wegrollt. Zwei Unterstell. Keile, genau. Und hier ist die Batterie. Ist gar nicht so riesig. Nee, ist eigentlich eine Autobatterie. Ladegerät. Hier ist noch die Sicherung mit drin. Und genau hier sieht man, hier wird eingesteckt und lädt dann die Batterie. Die, wie gesagt, eigentlich, wenn man jetzt nichts Großes macht, wirklich zwei Wochen locker durchhält. Gut. Wenn man sie auch nicht angesteckt hält. Sitzen wir nochmal hier beim Simon im Auto und wir wollen natürlich noch ein bisschen Hintergrundinfo hier, wie du zu dem Sachen natürlich überhaupt gekommen bist, aber du hast glaube ich noch ein paar Sachen nochmal technischer Natur von dem Anhänger in Kombination jetzt hier mit einem Auto. Müssen natürlich auch sagen, können das auch an jedes beliebige Auto dranhängen, muss auch kein E-Auto sein, Anhängerkupplung reicht. Ja. Ich glaube auch Standard-Anhängerkupplung ist reicht teilweise besonders. Sogar eine Fiat 500 könnte den ziehen, weil er so leicht ist. Ja. Also das ist mal schon mal wichtig noch. Ja, aber was hast du noch an technischen Daten? Vielleicht zum Verbrauch und wie ich drauf gekommen bin überhaupt auf diese Art von Wohnwagen. Als ich letztes Jahr das Model 3 bekommen habe, bin ich selbst auf die Suche gegangen für privat nach einem Wohnanhänger und habe halt geschaut, was gibt es auf dem Markt und habe dann verglichen. Also was ist wirklich der Verbrauch von zum Beispiel dem Tab 320, der auch ungefähr in der Größenklasse ist. Ist ein bisschen höher und ist deswegen nicht so windschnittig und habe dann halt von Effizienzwerten festgestellt, okay, der Caretta 1500 ist wirklich der am effizientesten ist, bei den Autobahngeschwindigkeiten auch. Und ist das dann eher an der Form oder woran liegt das? Das liegt in der Form, weil er halt nicht so hoch ist. Die anderen Wohnwagen sind teilweise wirklich eine Wand, wo du dann wirklich spürst, wenn du ab 80, 90, verbraucht er natürlich auch mehr, also ab 90 sind wir ungefähr bei 220, 230 Stundenkilometer. Und davor sind wir teilweise, wenn man jetzt nur hier auf Überland fährt, merkt man es nur mehr, dann sind es 19 oder also 20. Das ist wirklich also akzeptabel. Sehr akzeptabel. Model S oder X-Niveau sozusagen. Mhm, richtig. Und daher bin ich drauf gekommen, habe dann versucht, die Wohnwagen auf dem deutschen Markt zu bekommen, weil es ja ein türkisches Fabrikat ist. Und war so nicht möglich. Und dann habe ich mich mit dem Hersteller auseinandergesetzt und habe dann entschlossen, mir drei zu bestellen, weil ich dachte, okay, ja, wird nicht nur mir so gehen, die Nachfrage könnte da sein und es lohnt sich eben nicht, einen Container für einen Wohnwagen hier rüber zu holen.
Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin eh campingbegeistert, das passt mir voll. Und habe drei dann nach Deutschland bestellt und habe letztes Jahr schon angefangen, die zu vermieten. Lief auch ganz gut und jetzt halt durch Corona, klar. Tja, Krise. Ja. Wo wir jetzt ja genau die Chance haben, weil Camping ist gerade total in, habe ich den Eindruck. Genau, richtig, definitiv. Wir merken jetzt auch schon, die letzten Wochen zieht es wieder an. Und da haben wir jetzt auch ein Special mit dem Frank zusammen vorbereitet. Mhm. Für die erste Buchung würdet ihr, wenn ihr bei uns auf der Website www.minicamper-24.de bucht, 10% Rabatt bekommen. Super, Dankeschön. Gerne. Tolle Sache. Ja, wie bist du denn jetzt eigentlich dazu gekommen? Was ist denn die Idee gewesen eigentlich, das sowas zu machen überhaupt? Wie gesagt, also ich bin campingbegeistert schon seit Kindheit. Tesla begeistert. Ich bin einer der Vorbesteller gewesen. Ich war noch im Studium damals, gerade den Bachelor beendet gehabt und habe schon das Model 3 vorbestellt. Ja, dann habe ich mir gedacht, okay, das zusammen, das hört sich top an, das Teil sieht schick aus. Warum nicht? Und ich finde es wirklich, ja, es macht Spaß. Also du machst jetzt ja im Grunde auch zwei Sachen. Du vermietest die Sachen, die Anhänger jetzt hier, die Camper. Ja. Aber du kannst auch welche beschaffen. Genau, ich bin jetzt für den türkischen Hersteller Generalvertriebler in Deutschland und vertreibe die natürlich auch und mache auch den Service. Also da sind wir in einer Kooperation zusammen mit einer Werkstatt auch in Ravensburg, wo auch Wohnwagen stehen. Also es gibt die Möglichkeit, vielleicht das noch dazu, am Bodensee unten, wer da interessiert ist, vielleicht das unten den Wohnwagen abzuholen und sich dann so Kilometer zu sparen und Reichweite zu sparen, gibt es die Möglichkeit, den in Ravensburg auch zu holen. Also Leonberg und Ravensburg. Süddeutscher Raum auf jeden Fall. Mhm. Jetzt natürlich schon die Frage, die aktuellen Mietpreise kann man auf der Website gucken. Was kostet jetzt so ein Camper eigentlich so generell? Gibt es auch eine Bandbreite irgendwie? Genau, also wir haben jetzt das in Komfort- und Premium-Paket aufgeschlüsselt. Bei dem Premium-Paket ist es wie hinten dran. Der hat dann oben einen Dachträger, ist gebremst und hat noch im Innenraum noch mal ein Vorzelt mehr. Man kann eben zwei Fahrräder oben noch anbringen. Der kostet dann ab in der Hauptsaison jetzt ab 55 Euro pro Tag. Und in der Nebensaison ab 49. Ja, ich wollte es eher wissen, wenn man die kauft. Die kauft. Genau, die Kaufpreise für unsere, also unsere statten wir immer in der Küche hinten normalerweise mit Gas etc. aus. Also ganz nackt würde er 8.990 kosten. Mhm. In der Küche nur das Grundlegende da, da gibt es auch kein Wasser in der Küche. Wenn man ihn normal ausstattet, so wie er jetzt hinten dran hängt zum Beispiel, dann kostet er 11.500. Mhm. Ohne Dachträger sind wir bei 10,5 ungefähr. Und da gibt es auch eine Preisliste auf der Webseite. Okay. Ungebremst kommen wir dann unter die 10.000. 10.000er Marke brutto natürlich immer. So sind es ungefähr. Es ist wirklich ein Einstiegswohnwagen, der für zwei Personen aber auch gut reicht. Okay, ja. Alles klar. Ja, ist also durchaus eine günstige Sache. Ist noch günstiger als das Auto auf jeden Fall. Ja, es gibt Wohnwagen, glaube ich, die kosten dann mehr als Auto nachher. Ja, und man ist normalerweise auf dem Campingplatz dann doch damit unterwegs. Es ist ja nicht so, dass du da überall stehen bleiben kannst. Oder wie ist die Rechtslage da so? Also in Deutschland darf man eigentlich richtig nicht stehen bleiben. Aber wenn man jetzt auf Reise ist irgendwo hin und man müde wird, dann darf man natürlich die Nacht dort schlafen. Man darf jetzt draußen keinen Campingtisch oder Stuhl etc. eigentlich gesetzlich aufbauen. Ich meine, die Polizei wird da wahrscheinlich nichts sagen, aber es ist gesetzlich eigentlich nicht erlaubt, sich dann dort einzurichten mit dem Wohnwagen. Deswegen schon dafür gedacht für Campingplätze. Aber wenn man jetzt auch noch in Richtung Juli geht, da haben wir noch einige Kapazitäten auch. Mhm. Und am Bodensee weiß ich auch, dass noch einige Campingplätze was frei haben. Im August wird es wahrscheinlich dann schwieriger, aber es ist auf jeden Fall noch die Möglichkeit da. Ja. Im Ausland muss man natürlich gucken, da gibt es dann lokale Bestimmungen. Ja. Ich weiß, dass zum Beispiel in skandinavischen Ländern das teilweise durchaus einfacher ist als hier bei uns. Die sind da mehr so sowas ausgelegt. Aber bei uns gibt es schon sehr restriktiv. Wobei man jetzt sagen muss, seit 29. Mai sind die Campingplätze wieder komplett. Mhm. Also sie haben normalerweise keine Restriktionen, auch was die Sanitäranlagen angeht. Also man kann auch Sanitäranlagen wieder benutzen in Deutschland. Aber hängt jetzt natürlich auch von der Lage ab, wie es sich wieder entwickelt. Ja. Alles klar. Ja. Gut, haben wir noch was vergessen? Genau, was ich dazu noch sagen wollte, wie die Lage sich entwickelt. Natürlich, wenn es jetzt da Restriktionen geben würde, kostenlose Stornierung ist natürlich immer möglich. Genau. Ja. Alles klar. Gut, dann vielen Dank an dich hier. Gerne, sehr gerne. Und viel Erfolg natürlich mit dem Geschäft. Ne? Ich hoffe, jetzt zieht es wieder an, viele Stornierungen gehabt. Aber schaut es euch an, gerne. Ob es für euch interessant ist. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, sag ich mal, schönen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ja, das ist schön.